Plauen in Sachsen. In der größten Stadt des Vogtlandes besteht für die Bundespolizisten Marco Weigel und Gunter Seidel eine der Hauptaufgaben darin, zu prüfen, ob Personen unerlaubt einreisen. Ein neuralgischer Punkt dafür die Fernreisebushaltestelle. Die Fernbusse sind dahingehend interessant, weil große Entfernungen zurückgelegt werden, mit relativ geringem Barmittelaufkommen, dass unter anderem eben Ausländer, die unerlaubt eingereist sind, die von der Sache her schon über wenig Barmittel verfügen, das eventuell auch nutzen können. Weil Vorteil ist weiterhin, dass diese schon sich in Deutschland befinden, weil diese Fernbuslinien nicht alle unbedingt über das Ausland gehen und somit auch schnell in der Anonymität untergetaucht werden kann. Schönen guten Tag. Guten Tag wieder. Bundespolizei. Ja. Einmal mit Personenkontrollen. Wir hätten gerne einmal die Ausweise gesehen. Ja? Ja. Wir schauen einfach mal durch. 18, ist okay. Nur nicht viel. Ja? Lassen Sie die Tür hinzu? Ja. Wunderbar. Schließlich soll keiner der 18 Passagiere die Möglichkeit bekommen, zu fliehen. Den Polizisten fällt schnell eine junge Frau hinten rechts auf, die nervös aus dem Fenster sieht und den Blickkontakt zu den Polizisten meidet. Ja. Guten Tag. Ja. Hallo? Einmal Passport, please. Passport, please. Document. Have you a document? We want to see your passport. From? Where do you come from? Somalia. 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 And where's your document? What? Your document, passport. No passport? Ja. Also sie wusste wahrscheinlich sofort, was wir von ihr wollten. Und sie hat dann nur sporadisch darauf reagiert, auf die Kontrollaufforderung. Und wir uns dann schon gedacht haben, dass hier irgendwas faul ist. You have nothing? Then you must go with us. We must make police checks. You need in Germany documents for your legitimation. Die junge Frau ist auf dem Weg nach München. Doch ohne Papiere kann Marco Weigel sie nicht weiterreisen lassen. Okay, wir bräuchten dann von dieser Dame ja einmal das Gepäck, was sie mit hat. Aha, dann musst du sie raus. Ist der sie wird auf jeden Fall. Genau, genau. Wissen Sie, wo sie eingestiegen ist? Ja, in Chemnitz. In Chemnitz? Jo. Das habe ich sogar mitgekriegt. Ja. Drei Männer begleitet. Für den Busfahrer keine Premiere. Ihm ist klar, dass er regelmäßig auch illegal eingereiste Flüchtlinge von A nach B transportiert. Wir warten jetzt noch auf meinen Kollegen. Ja. Ja? Muss sie aussteigen. Sie muss auf jeden Fall aussteigen. Jetzt habe ich nur weniger Leute drin. Das tut mir leid für Sie. Ja? Wir haben zwei Linien nach Rom. Die Fahrer kontrolliert, aber das sind viele mit falschem Pass. Was soll ich wissen, wie der Pass ja normal ist? Wie? Der Fahrer prüft nur, ob die Reisenden ein gültiges Ticket haben. Für die Bundespolizisten reicht das natürlich nicht. Sollte die Dame ohne gültige Ausweispapiere in Deutschland sein, wäre das nach deutschem Gesetz eine Straftat. Wir nehmen die Dame jetzt mit raus. Ja. Dann würden wir in ihrem Beisein so mal in ihre mitgeführten ja Sachen schauen, ob sie eventuell Personaldokumente mit hat. Bitte schön. Handelt sich ungefähr um 5 Minuten. Ja. Ja, dann können Sie in 5 Minuten weiter. Weil es wäre jetzt für uns doof, wenn sie jetzt was dabei hat und uns einfach nur nicht versteht. Aha. Und dann hier steht und nicht weiter kann. Ja, ja, wenn sie gültige Personaldokumente hat, dann kann sie gleich mit Ihnen wieder mitfahren. Ja, okay? Machen Sie. So machen wir das. Immer wieder verstecken Flüchtlinge auch einfach ihre Dokumente, um ihren aktuellen Status zu verschleiern und die Ermittlungen der Polizei zu erschweren. Okay, we will see for documents. Während der Bus mit den anderen Fahrgästen wartet, durchsucht Marco Weigel das wenige Gepäck. Da die Frau selbst kaum Deutsch spricht, hofft der Oberkommissar hier Hinweise auf ihre Identität zu finden. No passport? No. Where is your passport? Gut, Gunter, wir machen das so. Wir nehmen sie jetzt mit und dann schauen wir auf der Dienststelle. Hat sie Gepäck im Bus? Nee, das habe ich schon. Ist schon alles da. All or more inside the bus? Komplett? Komplett? Ja? Okay, we go to police station and then we make fingerprint. Okay? And in the police station, there comes a translator. You understand it. Okay? Marco Weigel hat Erfahrung mit Flüchtlingen.
Er ist sich sicher, die Frau ahnt, was auf sie zukommt. Ich denke, das hat sie verstanden, dass sie uns jetzt mit begleiten muss. Ja. Es wäre jetzt hier ihre letzte Möglichkeit gewesen, noch mal eventuell irgendwo ein Personaldokument uns zu zeigen. Weil, wie gesagt, das für sie ja auch der einfachste Weg wäre. Und also ich persönlich gehe jetzt ganz stark davon aus, dass es sich hierbei um eine unerlaubt eingereiste Person handelt. Für die junge Frau geht es mit aufs Revier. Noch ahnen die Bundespolizisten nicht, was sie dort erwartet. Okay, come to me, please. Über die sogenannte Fast-ID kann Marco Weigel überprüfen, ob die junge Afrikanerin schon einmal Kontakt mit der deutschen Polizei hatte und somit auch ihre Personalien gespeichert worden sind. So, jetzt haben wir ein Ergebnis. Und zwar liegt hier kein Treffer vor. Das bedeutet, die Person ist noch nicht erkennungsdienstlich behandelt, somit auch noch nicht beanzeigt wegen unerlaubter Einreiseaufenthalt. Das heißt, dieser Straftatverdacht der unerlaubten Einreise bzw. des unerlaubten Aufenthalts hat sich jetzt für uns hier bestätigt. Doch mehr wissen die Beamten noch immer nicht über die junge Frau. Eine Personendurchsuchung soll weiterhelfen. Dafür haben die Bundespolizisten extra eine weibliche Kollegin der Landespolizei angefordert. Also drei Handys? Drei Handys. Ja. Also das? Wir tun das mal. Das und das hier. Die drei Handys. Das, was er an Wertsachen jetzt hier hat, das tun wir mal hier rein. Genau. You get everything back. Okay, it's yours. Everything is yours. Ja? Yeah? Die vielen Handys sind vermutlich ihr Kontakt in die Heimat und vor allem zu möglichen Fluchthelfern. Auch das endgültige Ergebnis der Durchsuchung bestätigt die Beamten in ihrer Vermutung. Interessant für uns ist jetzt, dass die Person ohne jegliche Barmittel durch die Bundesrepublik reist, was relativ ungewöhnlich ist, weil kein Essen dabei, ohne Geld, keine Nahrung. Das spricht eigentlich dafür, dass sie am Ende ihrer Reise wieder irgendwo abgeholt werden sollte. Hatten geldgierige Schleuser hier ihre Finger im Spiel? Ein Dolmetscher muss jetzt vermitteln. So. Sei freitag. Verstehen Sie? Bevor die Polizisten extra einen Dolmetscher in die Wache bestellen, wollen sie übers Telefon checken, ob die Dame wirklich aus Somalia kommt. Doch die Frau sträubt sich. Hallo? Ja? Nee, sie möchte nicht sprechen. Sie hat mich ein bisschen verstanden, aber sie vielleicht gar nicht. Für den Dolmetscher ist aber klar, die Frau spricht tatsächlich Somali. So, ich denke mal, sie hat ein kleines bisschen Trotz jetzt mit dabei. Jetzt meine Meinung. Weil die Wache im Bahnhof nicht für die erkennungsdienstliche Behandlung ausgestattet ist, müssen die Bundespolizisten erstmal mit der jungen Frau auf das Revier nach Klingenthal. Nach der einstündigen Fahrt ist die Frau hoffentlich nun gesprächiger. Ja, hier ist die Bundespolizei. Seidel, guten Abend. Ja, hallo. Herr, wir hatten Sie angerufen wegen einem Dolmetschen für eine somalische Staatsangehörige. Wir können so erstmal loslegen. Erstmal nur mit den Personalien. Genau, wunderbar. Okay. Der Somalierin scheint inzwischen bewusst geworden zu sein. Kooperation hilft letztlich auch ihr selbst. Schließlich wollen die Beamten nur ihr Bestes. Sie sagte, sie ist dann halt seit September 2015 auf der Flucht. Also meine persönliche Meinung ist dahingehend, dass man sich dort nur ganz schwer reinversetzen kann in die Person selber beziehungsweise in diese Situation, in der sich die Leute befinden. Wenn man aber dann die ganzen Wegstrecken hört, die die Leute zurückgelegt haben, dann ist das ja eigentlich für uns, die hier alle gut leben können, sehr schwierig. Also Asyl beantragen kann sie bei uns hier jetzt nicht, weil sie ist noch keine 18. Und somit wird sie an das Jugendamt übergeben. Über 60% der somalischen Bevölkerung ist unter 25 Jahre alt. Aber für genau diese Altersgruppe gibt es keine Perspektive im kriegsgebeutelten Land. Gunter Seidel gehen solche Fälle noch immer nah. Also das ist für mich jetzt Schicksal. Und die junge Frau, da hunderte oder tausende Kilometer von daheim weg, sie weiß nicht, was mit ihr so richtig geschieht. Sondern sie hat Angst. Und
Wir versuchen ihr bloß zu helfen, ne, dass die Sache in geregelte Bahn kommt. Sie sagt, sie hat keinen Beruf und sie war in der Schule und dann abgebrochen wegen dem Krieg. Seit den 90ern wüten Clans und Milizen im ostafrikanischen Land. Die Folge: tausende Somalis, die jedes Jahr ihr Leben riskieren und über das Mittelmeer nach Europa fliehen. Also wann ist sie nach Deutschland gekommen? Gestern ist sie eingereist. Gestern war das 7. Und wo? Mit dem Zug, sie weiß es nicht, irgendwo an der Grenze, sagt sie, und dann ist sie verfahren. Sie muss hier umsteigen. Also sie sagte, sie hatte dann am Bahnhof oder in der Gegend als die Frau oder irgendwo geholfen hat, eine Afrikanerin, dann wiederum anderen Männer gesehen, der auch einer sprach sogar Somalisch. Der hat einer für sie den, das Ticket gekauft und geholfen, weil sie völlig verwirrt ist. Sie kann überhaupt nichts selber machen, hat sie gesagt, weil sie rafft gar nichts. Die Bundespolizisten notieren für spätere Ermittlungen jede Information aus der Vernehmung. Vermutlich wurde die 17-Jährige von organisierten Schleusern nach Deutschland gebracht. And now we take photos. Ja? Neben den Fingerabdrücken und Personalien müssen die Beamten auch Informationen wie Körpergröße oder Gewicht für die Erstellung vorläufiger Ausweispapiere aufnehmen. Wir verschaffen ja jetzt Identität. So halt nach eigenen Angaben. Ne? Und das ist jetzt das, was hier ins System kommt. Und unter diesen Angaben wird sie halt dann auch geführt. Dann, wenn es noch später dazu kommt, dass er sie dann draufstellen kann, unter diesen Personalien läuft sie dann. Okay. So. Take it, please. 5 Stunden nach dem Aufgriff im Fernbus nach München ist die junge Frau nun auch offiziell in Deutschland angekommen. Wichtig für die Dame war erstmal jetzt ein Dach über den Kopf zu haben, ein Bett zu haben, verpflegt zu werden. Das ist jetzt erstmal passiert. Und wie es weitergeht, entscheidet im Endeffekt das Jugendamt, welches jetzt die Obhut für die Dame hat, solange bis sie 18 ist. Innerhalb der nächsten 14 Tage wird die junge Frau an eine passende Jugendunterbringung irgendwo in Deutschland vermittelt. Das Jugendamt kann dann einen Asylantrag für die 17-Jährige stellen. Doch weil Somalis als Wirtschaftsflüchtlinge gelten, stehen die Chancen einer Bewilligung nicht gut.